Da bin ich wieder. Und zwar wollte ich euch zeigen, was ich gestern alles gekauft habe bei Action. Dann fangen wir erstmal mit der da an, bevor sie ganz wächst. Die Zebra-Rolle. Unfassbar. Also wirklich krasser Scheiß, ne? Die sind ja mal so was von lecker, das hält sich im Kopf nicht aus, ne? Also krasser, krasser geht's schon bald mehr, ne? Dann habe ich vor Trevo zu Baby seine Dinger da mitgeholt, die Duck Dumbbells. Also er ist ja da so wild auf die Sache da, ne? Die lange und die dort, die isst er ja so gern. Ja, das ist da da, wo die so riecht. Das riecht so. Eine Kloreiniger zeig, ne? Ich denke, als was riecht das aus der Tut so komisch. Dann habe ich mal noch die Spülmaschine-Tabs in Zitrone mitgeholt. Die waren bis gestern im Angebot. Dann habe ich mal Waschmaschine-Reiniger mitgeholt. Ih, der ist ausgelaufen. Boah, ja, der ist ausgelaufen. Der hat ausgelaufen. Oh, leck, warte. Moment. So, da bin ich nochmal. Ich kann jetzt echt nur sie tut ausräumen. Da war alles pitschnass drin. Keine Ahnung. Dann habe ich mir von Dr. Beckmanns deine Wäschedufte mitgeholt. Allerdings ohne Transrieche. Ich bin mal gespannt. Ja, frisch halt, ne? Ich weiß jetzt nicht, wie das auf der Wäsche riecht, ne? Aber, ja. Bin mal gespannt. Mal ausprobieren, ne? Weil da drauf steht, dass man nur ein paar Spritzer braucht. Ne, man muss ja nicht immer tonnenweise Zeug da drin kippen. Dann habe ich mal die Klammern da nochmal mitgenommen. Die da. Die gibt es jetzt nochmal. Zumindest bei uns. Ne? Die hat es ja ganze Zeit lang gemacht. Dann habe ich mir eine neue Klebepistole gekauft. Weil die mehr Watt hat, ne, dementsprechend wahrscheinlich auch heißer wird, weil ich ja, die für was Bestimmtes brauche. Dazu habe ich mir natürlich auch die passende Klebesticks mitgeholt. Und ein Durstlöscher in Wassermelone. Der ist auch toll. Also, was so Sache angeht, ne, bin ich auch Spezialist. Dann, weil mein Warnflasche mir kaputt gegangen ist, in einem Live, ne, scheinbar habe ich mich drauf gesetzt oder was auch immer, auf jeden Fall ist da plötzlich das heiße Wasser rausgelaufen. Und den nächsten Tag wollte ich vergessen, mal so zu kaufen. Aber jetzt habe ich mir so eine mitgebracht. Da ist jetzt natürlich farblich. Nicht so schön für mich jetzt. Ne? Ich hatte ja die Anna war ja rosa. Die da ist jetzt beige. Aber eigentlich ist es scheißegal. Ne? Das ist halt so, ey, nee, ich würde nie mehr freiwillig in normale Wärmflasche kaufen. Ne? Also immer nur noch die da. Weil die ist so toll. Wie gesagt, die kannst du um den Hals wickeln. Da sind auch noch so Schnüre dran. Ne? Dann kannst du das so um den Hals, dass der Stoppe nicht abfällt. Ne, zum Beispiel, wenn du Nackenschmerzen hast, ne, dann machst du das da. Da habe ich ja bei der Anna schon eine Knoten drin gemacht gehabt. Und dass die dazu bleibt. Und dann, ne, dann kannst du das so machen. Ne, dann bleibt das so. Wahrscheinlich geht die nicht nochmal noch hin. So, die kannst du da an die Seite legen. Ne, wenn du dich auf die Seite legst, kannst du die so auf die Seite. Die kannst du da überall, also einwandfrei. Also ich weiß gar nicht, ne. Warum es die nicht schon ewig so gibt, ne? Perfekt, ne? Also, gut, seit ich es im Action entdeckt habe halt, ne? Aber vorher habe ich nie gesehen, dass es so lange Warnflasche gibt, ne? Dann habe ich mal noch Alufolie mitgeholt. Genau. Dann das Duschgas. Ich fühle mich beschwingt. Ich muss mal riechen, ich kann nicht dran Geruch. Da fühlt man sich wahrscheinlich beschwingt, wenn man ganz schnell aus der Dusche verschwindet, ey.
Nee, das Kind schlimmer sind. Nee, ist gut. Honigmelone und Papaya, ne? Genau. Ich habe gedacht, ich probiere es einfach mal. Dann habe ich mir noch Spülmaschine-Reiniger mitgeholt, ne? Wenn schon, denn schon, ne? Dann volles Programm. Da wird alles mal durchgereinigt. Und Blue Wonder, also wirklich, ne? Da kann ich wirklich auch nur davon schwärmen, ne? Ganz ehrlich. Das ist wirklich ein blaues Wunder, ne? Also ich bin begeistert. Es gibt hier mittlerweile auch in andere Variationen zum Sprühen halt Hygiene, Fettlöse, tralala, was weiß ich, einwandfrei. Also würde ich nicht missen wollen. Ne? Dann habe ich heute wenn du Baby noch die da, die Dental Care Sticks mitgeholt, weil ich gesehen habe, dass er am Zahnrad, also was, dass man dort so ein bisschen Ablagerung hat. Und dann habe ich gedacht, ich hole die mal und dann gucken wir mal, ob das funktioniert. Ob er die esse, du, der ist ja so verwehte Schwein, ne? Da ist das halt so Sache halt, ne? Ob er es dann auch esse tut, ne? So, dann habe ich noch die Dome mit. Ach, perfekt. Perfekte Tücher, ne? Man kann jetzt natürlich sagen, 95 Cent, ich meine 95 oder 99 Cent ist da ja für 28 Tücher. Aber ich finde die toll. Ich finde die total super. Ach, wirklich perfekt. Dann, also wie gesagt, ich war Highlight in Dose. Ne? Ich habe diese volles Programm Karte. Habe ich mal noch Alufolie mitgeholt. Oh ja, oh je. Dann der Toilettereiniger in Eukalyptus. Verdickte Pleische. Einwandfrei. Also auch die bitte ich jederzeit allem anderen bevorzuge. Das nicht. Also ich bin total. Ja. Oh, sag mal, läuft doch überall alles aus. Was ist das dort dann? Ach, Moment, was habe ich denn da gemacht? Ich weiß nicht, was da schief läuft. Wollte ich euch da doch noch schnell zeigen. Das habe ich im Treffen zu Baby Ark mitgeholt. Ne? Das ist ein schöner neues Spielzeug. Das hat er schon in Gebrauch gehabt und wie ich jetzt die Bleicheleine hingeschleppt habe, habe ich gerade gedacht, komm, hilf mir gerade, dass ich noch zeigen kann. Jetzt habe mich komplett im Auge. Ne? Also ich bin beobachtet. Ne? Jetzt nehme ich jetzt halt auch nochmal zu. Ne? Das habe ich schon mitgebracht. Weil er hat kein Spielzeug mehr gehabt und dann habe ich ihm gestern eins geschenkt. Dann habe ich meine moderne Conditioner, den Coconut Conditioner mitgeholt. Weil das Shampoo habe ich, nur ich habe kein Conditioner mehr, weil mein Sohn das als Shampoo benutzt. Schüttel da den Kopf, ne? Dann, jetzt muss ich nur gucken, ob das muss ich jetzt abwäsche, weil das hat jetzt auch in der Tüte Trinkele mit, wo die Bleiche da aufgegangen ist. Ne, dass der Travis das jetzt in den Mund hält und dann ekelhaft die Verätzung da kriegt, keine Ahnung, ne? Muss ich gucken. Na? Ach, das. Was machst du? Und noch eine Packung. Ich muss jetzt aufpassen, ey, dass ich mir das jetzt nicht hier auf die Tischdecke lege, falls da noch was dran ist. Die nochmal. Komm her, mit hier. Noch was zu trinken. Eigentlich, das ist nicht toll. Das ist nicht toll, da drin. Ich juckt mich auch noch im Gesicht. Ey, warte mal. Und meine Lieblinge, das Fotopapier für den Drucker halt, ne? Ich weiß jetzt gar nicht. Ich muss jetzt noch gucken. Ja, da ist ein bisschen dran. Das nervt mich, ne? So, genau. Das war's schon. Mehr war's nicht. Also zum Basteln war's jetzt ja nur die Klebepistole und so. Jetzt nichts Besonderes. Ne? Aber ich wollte es euch trotzdem zeigen. Ne? Vielleicht hat dem einen oder anderen was gefallen und er denkt, ah ja, das kann ich auch mal ausprobieren. Ich wünsche euch jetzt noch das Übliche.
Passt auf euch auf, bleibe gesund und vergesst nicht zu abonnieren, ne? Weil da freue ich mich. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.